Also wir kriegen etwas mehr als 600 Sitzplätze unter. Es sind auch rollstuhlgerechte Plätze vorhanden. Wir können auch für Hörgeschädigte Induktionsschleifen anbieten. Wir haben einen überwältigenden Mehrheitsbeschluss unserer Bürgerinnen und Bürger dann dafür gehabt. Besser kann man, glaube ich, Demokratie nicht leiden. Man kann tanzen, man kann zur Lesung kommen. Wir haben schon 5 Veranstaltungen hier gehabt. Diskussion, Debatten, politischer Streit, eine Klage und am Ende ein Bürgerentscheid, der für dieses Haus gestimmt hat. Wie froh sind Sie? Der Tag war am Beginn ziemlich schwer, weil die Gedanken wollten nicht so richtig raus. Ich habe so in den letzten Tagen noch mal so ein bisschen nachgedacht, auch ein bisschen alte Unterlagen gelesen und das reißt dann so einiges auch noch mal los. Aber das, was das Schöne ist, dass das Haus für sich überzeugt, dass die Musikerinnen und Musiker, die Künstlerinnen und Künstler mit ihren Arbeiten, mit ihren Vorträgen die Menschen so überzeugt haben, das war unser Wunsch. Und der ist mehr als eingetroffen und das macht stolz und das macht auch Freude. Die Sängerstadt Finsterwalde hat jetzt eine eigene Stadthalle, eine Kulturweberei sozusagen, diesen Namen trägt sie. Wenn wir das Haus beschreiben, was ist hier entstanden? Ja, es ist eine Symbiose von einem alten historischen Industriestandort, der sehr hoch emotional beladen eigentlich ist, weil viele Finsterwalder und Finsterwalder hier gearbeitet haben. Die Tuchmacherindustrie war vor allen und überwiegend Frauenarbeitsplätze. Die sind nach der Wende alle komplett weggebrochen. Und somit, denke ich, haben wir hier eine Möglichkeit geschaffen, neue Arbeitsplätze zu schaffen, mit Kultur zu verbinden. Die Landtagspräsidentin sagte es, also Kultur zu verweben in die Innenstadt hinein. Und das, glaube ich, gut und richtig so. Und der Architekt hat ein wunderbares Konzept vorgelegt. Und man kann es, glaube ich, mehr als gelungen bezeichnen. Als Besucher interessiert es natürlich nochmal, wie viele Sitzplätze sehen wir da im Hintergrund? Wie viel ist hier maximal möglich? Aber es gibt ja auch Stehkonzerte. Wie viel ist da möglich? Also wir kriegen etwas mehr als 600 Sitzplätze unter. Es sind auch rollstuhlgerechte Plätze vorhanden. Wir können auch für Hörgeschädigte Induktionsschleifen anbieten und wir können, wenn wir die Bühne komplett volllegen, aber alle Stühle rausnehmen, bis zu 1000 Stehplätze anbieten und die sind auch schon genutzt worden. Wir haben heute gehört, es ist eine einzigartige Akustik tatsächlich entstanden. Wie kam das zustande hier? Ja, wir haben sehr gute Fachplaner in der Beratung drin gehabt und wir sind im Vorfeld 2012, 13 waren wir unterwegs in Bad Blankenburg, in Weimar, in Neuenhagen und haben uns dort die Hallen und die Konzertsäle angeschaut, haben mit den Technikern, mit den Hallenmanagern gesprochen und haben so Vor- und Nachteile und Fehler, die man so macht, besprochen und mitgenommen. Und das war ein ganz modernes Accessoire sozusagen, dass man die Nachhallzeit verändern kann. Es ist unheimlich viel Technik und damit kann man sehr gut Sprache darstellen. Man kann aber auch gut Rockbock und so wie wir es gerade gehört haben, wunderbare Klassikkonzerte anbieten. Und der Wunsch unserer Abgeordneten war ja eine multifunktionale Halle. Und die kann alles, aber alles nur ein bisschen und nichts richtig. Und mit dieser Veränderung der Nachhallzeit können wir natürlich eine wunderbare Akustik, einen wunderbaren Ton herstellen. Und ich glaube, das ist gelungen. Und die zurückliegenden Monate in der Probezeit, die wir sozusagen hier schon realisieren konnten, die hat gezeigt, dass wir da den richtigen Schritt gegangen sind. Die hat Geld gekostet, aber ich glaube, das Geld ist gut angelegt. Sie haben heute vor allem junge Leute auftreten lassen. War das wichtig? Das ist mir ganz besonders wichtig, weil die jungen Menschen sind die Zukunft bei uns in der Stadt und die lernen von den Älteren und so ist das immer eine Symbiose hin und her und wir sind stabil bei uns und das können wir nicht zuletzt unseren jungen Familien verdanken. Die Kitas sind voll und die Schulen auch und insofern haben wir ein wunderbares Leben von jung bis alt. Das Vereinsleben passt und die Märktage sind dann sozusagen für die ältere Generation, die treffen sich da, sind unterwegs und das passt schon. Schauen wir ganz kurz auf den Betrieb jetzt. Sie haben gerade gesagt, Arbeitsplätze sind entstanden, Kulturverein gibt es. Wie ist das jetzt aufgestellt? Wie wird das jetzt hier wirklich tatsächlich auch betrieben? Naja, wir haben allein im März über 4000 Besucherinnen und Besucher schon hier gehabt. Also da war ordentlich Alarm, da war an den Wochenenden richtig viel Betrieb. Wir bieten so eine Schichten an, wie auch jeden Donnerstags. Die ersten fragten ja, warum 18 Uhr und 22 Uhr schon Schluss. Aber das ist schon eine ganz bewusste Geschichte. Wir haben gesagt, wir bieten es einfach mal an, weil nächsten Tag muss auch jeder arbeiten. Ja, ist um 10:30 wieder zu Hause und es wird unheimlich gut angenommen.
Ansonsten haben wir ein Hallenmanagement, ein Team darunter herum im Servicebereich und für die Reinigung. Und die wuppen den Laden für sich. Der Hallenmanager ist zuständig, dass er natürlich die nächsten Produktionen schon wieder für das zweite Halbjahr und für das kommende Jahr bucht. Und so geht es los. Da gibt es manchmal gute und manchmal schlechte Acts. Und das muss man natürlich auch erstmal rausfinden. Ja, manches wird gut, manches sehr gut, manches noch besser angenommen. Also beim Kindermusical hätten wir hier dreimal so viele Karten verkaufen können. Das war ein absolutes Highlight. Und ja, schön. Kammermusik war wunderschön, die wir hier drin hören konnten mit unserem Kammermusikfestival, was wir im März auch hier hatten. Und insofern haben die eine Menge Arbeit vor sich, aber genau dafür haben wir sie auch ausgesucht und wir hatten ein glückliches Händchen bis jetzt mit der Zusammenstellung und ich bin da sehr zufrieden. Aber es wird auch ein Veranstaltungsort für noch viel mehr. Nicht? Wir haben gesehen, wir haben ja vorhin auch einen wunderbaren Begegnungsraum förmlich, der da geschaffen wurde und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Man kann tanzen, man kann zur Lesung kommen. Wir haben schon 5 Veranstaltungen hier gehabt, Unternehmensveranstaltungen, auch ein ganz kleine im Seminarraum oben. Da waren bloß 25 Leute für eine Beratung und da sind wir eigentlich multifunktional aufgestellt. Wir können den Saal hier trennen, wir können einen kleinen Saal draus machen mit 140 Plätzen oder hier mit 240 Plätzen. Also auch da sind wir multifunktional aufgestellt. Wir können auf die Kartennachfrage reagieren und können so dann im Prinzip auch sehr schönes Ambiente gestalten. Und ich habe heute gehört, wenn man das mal zurückblickend alles so sieht, es ist am Ende auch ein Projekt der Demokratie förmlich. Ja. Auf jeden Fall, weil unsere 4 Sänger, die haben das ja auch vorgetragen, dass die Minderheiten sozusagen das behindert hätten und gehört wurden. Das gehört zur Demokratie dazu, das muss man aushalten. Aber wir haben einen überwältigenden Mehrheitsbeschluss unserer Bürgerinnen und Bürger dann dafür gehabt. Besser kann man, glaube ich, Demokratie nicht leiden, als wenn man einen Bürgerentscheid hat, der dann in der Form auch so positiv ausgeht. Und das hat natürlich meinen Kollegen, die es dann umgesetzt haben, natürlich unheimlich viel Rückendeckung auch gegeben.